Ich weiß, und ich will bestimmt etwas mehr Story erleben, anstatt diese ganze Nebenmission zu machen. Aber wir haben gesagt, wir machen 100%. Deswegen stehst du jetzt auf, mein Lieber. Alter, das war jetzt gerade ein Aufstehspeed over 9000, ne? Und wir haben schon unseren ersten, ja, Verdächtigen. Den hier. Das wär's dann. Wie gefällt dich da? Ciao. What? Ich bin so müde von langer Reise. Ist das so etwas verkaufen? Du redest mit einer Puppe? Was soll ich tun, Schau? Ich hatte immer angesprochen. Reise dich zusammen. Du bist ein Händler. Rede mit ihm. Aber ich will nicht, gar nicht. Ich bin nicht. Es tut mir leid. Wo gehst du hin, Vater? Auf mich, ja, das ist so ein Händler. Den werden wir jetzt im gesamten Spiel verfolgen. Wir werden ihn stalken, was das Zeug hält. Bis er uns seine Scheiße verkauft. Und dafür gibt es Errungenschaft, by the way. Ich bin gespannt, wenn wir das hinkriegen. Ich habe es auch noch nie geschafft. Ja, ich bin, weil ich halt schlecht bin, ne? Ich bin halt ein Keck. Warte, was? Willkommen im Mastery. Hier, das ist meine Mission. Bist du bereit? 34 Sekunden, na, let's go, Digi. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Ich zeig dir meine Skills. Denn im Moment gibt es bei mir Let's Plays mit Skill. Und natürlich müssen wir die liefern. Und ja, ich zeige gerade, wie man falsch driftet. Und by the way, können wir gerne nachmachen, aber ich empfehle es keinem von euch. So, erstmal Roboter weggeballert, was das Zeug hält, so wie es gehört. Like a boss. Da. Oh mein Gott, Alter. Der erste Fail. Das war schon mal sehr... genau. Jetzt nichts tun. Genau. Oh. Los, los, Sonic. Lauf, 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 lauf. Okay, das war not bad. Wir sind schon mal gut dabei. Ja, leck mich am Arsch. Oh, nein. Du kriegst mich nicht, du Hundesohn. Ich bin echt schnell, wenn man unten lang geht oder oben. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Welcher Weg schneller ist. Aber erstmal Ringe laden, weil Ringe laden cool sind und so. Und los. Genau. Sind jetzt hier schneller oder so? Ich hab keine Ahnung. Das ist die Frage, wie ist man schneller eigentlich in dem Spiel? Genau, haben wir. Das haben wir erledigt. Und... oh Gott. Okay, gut. Dann sind wir hier. Ja, das läuft doch schon mal. 30 Sekunden. Das heißt, wir müssten... am Ende auf eine Zeit... wow. Oh, Alter, ich verliere die Kontrolle, Alter. Ich verliere sowas von die volle Kontrolle. Okay, ja, die Stufe 3 zu bekommen, das wird heftig, Alter. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das wird so heftig, Alter. Ja, weil man hier eigentlich abkürzen kann, aber... okay, gut, das war sowas von abgekürzt, hat keiner gesehen, das war keine Cheats. Nein, überhaupt nicht. Nein, wie komme ich darauf, Alter? Ich habe jetzt nicht gecheatet oder so. What the fuck, Alter? Ich bin gerade so krank drauf, Alter, ne? Zwei Sekunden, dann könnte ich sogar Stufe 3 hinkriegen, Alter. LOL. Also, man merkt, Leute, ich bin skillisch heute drauf. Das ist... ja, nicht mehr normal. Gibt es einen Hotdog? Erstmal so als Belohnung, weil ich einfach gut bin, ne? Danke, so. Da machen wir jetzt Kampfprobe Stufe 1. 20 Feinde. Und ja, wir machen es genau wie beim letzten Part auch. Ich mache nur die Feinde besiegen und danach mache ich einen Cut. Weil es lohnt sich ja nicht, euch zuzugucken, wie ich jetzt das Level normal bestehe. Das, meine, das kann, können ihr den ganzen Tag gerne machen, aber... naja, deswegen seid ihr nie, wollt ihr wissen, wie man eine Mission einfach schafft. Nur Death ist ja nun wirklich keine Herausforderung im Spiel. Also mich lädt das Spiel ja 5 Minuten zu ein, nur Death zu trainieren. Moment. Es gibt Möglichkeit, hier einfach alles so umzunieten, wie ich jetzt geil machen werde, ja.
Hier sind auf etwa 18 Feinde, okay. Also Leute, merkt euch, 18 Feinde sind hier zu finden. Nun wirklich viel zu einfach, muss ich dazu sagen. That's really too easy, Alter, ja. Nein, wirklich, das ist wirklich zu easy, ja. Ja. Hier haben wir die 20 Feinde, by the way, ne? Oh, wieso ist er nicht vorhin nach hinten gegangen? Ach, keine Ahnung. Muss man es verstehen? Nee, muss man nicht. Ich habe keine Ahnung. Der musste sterben dafür. Es war sein Schicksal zu sterben. Genau wie die jetzt hier am Leben bleiben durften. Weil ich es erlaubt habe, ne? Aber wir haben schon wieder 20 Feinde. Das heißt, wir können direkt bei der nächsten Mission weitermachen. Wenn ich damit fertig dann bin, natürlich. Ich steche das echt drauf. Ja, ich weiß, dass ich es drauf habe. Ich bin nämlich zu gut, ne? Also, Stufe 3 zu bekommen ist eigentlich relativ easy. So. Machen wir noch die Ringmission uns angehen hier. Let's go. 100 Ringe, also. Das ist so eine Herausforderung, Alter. Das kann ich gar nicht schaffen, Alter. Ich bin zu schlecht dafür. Ne, Spaß, Leute. Das ist doch viel zu easy. Das kriege ich hin. Nur der Tür war ein bisschen scheiße gelaufen. Erstmal alle ignorieren, weil, keine Ahnung, ignorieren und so. Oh mein Gott, war das schlecht. Also für den Satz, ja. Da müsst ihr jetzt einfach schreiben, Suki, da war schlecht. Müsst ihr es einfach schreiben. Ihr habt keine andere Wahl. Ich zwinge euch jetzt ja förmlich dazu. Genau. Okay, mal abkürzen. Los geht's. Ich muss sagen, einen Ring zu bekommen ist eigentlich nicht schwer, aber wir müssen ja doch einen Ringer, wenn wir dann bekommen, wenn wir Stufe 3 bestehen wollen. Das ist ja, das heißt, ich offscreen natürlich. Ich meine, ich mache das dann nicht onscreen für euch. Hallo? Darauf komme ich auch gar nicht, ne? So. Genau, haben wir auch, haben wir auch. Läuft. Genau. Okay. Ja, sind wir wirklich schneller. Tatsächlich. X drücken einfach. Ganz easy. Und es gibt dafür auch mehr Ringe, ne? Okay, bringt also doch mehr. Es bringt einiges hier so zu arbeiten. Gut, weiß Bescheid. Genau, jetzt Kurve. Okay, der Tür war so schlecht gesetzt. Aber ey, wir haben's. Ja, wir sind drin. So. Ach, das war auch nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt hier die Zeitmission machen würde. Ich denke, es wird ja, halt gut funktionieren, ne? Ja. So viel dazu. Das war gerade ein sehr dummes Manöver. Wäre es jetzt ein Angriff, ich wäre so gearscht, Alter. Ich wäre so. Keine Ahnung, gearscht. Was glaubt ihr, ne? Aber so kann man es wirklich machen. Einfach so skippen. Hab ich vorhin ausprobiert hier bei der Robotermission. Das wäre so ein Trick, um das zu schaffen. Würde ich mal behaupten. Wisst ihr was? Weil ich ja gerne so einen auf Gott mache, machen wir doch gleich doch die Zeitmission noch auf Stufe 3. Einfach mal um anzugeben, um zu zeigen, Alter, seht mich an, ich bin der Coolste im Raum. Ich habe Skin gegen einen gewissen anderen und ja gut. Jetzt geht's los, Arroganz ever. Ah, ihr kennt's halt. Kennt bei mir nicht anders. Ist normal bei mir. Und jetzt gehen wir uns erstmal schön der Eiskalt hier den. Ja, übrigens, den Trick habe ich auch rausgefunden. Außer, dass jetzt der Bug kommt. Das war jetzt nicht geplant. Aber hey. Ist noch nicht alles verloren. Wir sind ja noch gut dabei. Genau, schön draufhalten. Ja, warum Sonic da draufhält? Oh Gott. Einfach so draufhalten. Genau, Sonic, machst du gut. Ich habe nachgetestet, also wir müssen es eigentlich diesmal schaffen sogar. Wenn ich keine Face mache, ist das sogar mehr als machbar, sag ich, wie es ist.
Und dann kriegen Energie Stufe 4, sind wir ja schon ziemlich gut bewaffnet hier. Genau. X. Oh ja, Alter, das war not bad. Oh, das war auch not bad hier, Alter. Das war gut getimed. Genau. 1, 2, 3. Boah, bye. Oh wow, das ist ja cool. Wir sind echt gut in der Zeit jetzt gerade, ne? Muss ich mal erwähnen, wir sind gerade echt gut in der Zeit. Wenn jetzt die Drifts auch funktionieren, dann haben wir auf jeden Fall die Zeit gut rausgeholt hier. Wow. Ja, die 5 Sekunden sehen bedrohlich aus, aber für mich noch keine Gefahr. Noch bin ich voll dabei. Genau. Rüberjumpen. Abkürzen like a boss. So, jetzt kommt der Weg, genau. Wow. Das war jetzt cool gewesen. Genau, und rüber. Oh ja, Alter, das war cool. Ich muss auch das überstehen. Okay, gut, das war ein einfaches Quicktime-Event. Dreimal X drücken, das kann jeder. Aber ey, so Leute, Stufe 3 abgeschlossen. So läuft das Spiel. Alter, das war jetzt wirklich Skill, was ich gebracht habe. Wirklich no shit, Alter. Seht ihr? Er ist auch beeindruckt von meinen Skills. Genau das will ich jetzt in den Kommentaren lesen. Ich möchte, dass ihr schreibt, Suki, du bist ein Skiller. Danke. Das will ich jetzt einfach lesen. Und natürlich wollen wir gleich weitermachen. Deswegen reden wir mit dir gleich noch in den Nachtleveln. So, wir machen natürlich Überleben. Und da machen wir die Zeitprobe. Ist ja klar, das ist jetzt mein Plan. That's my strategy. Na dann. Überleben. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur da durchprügeln, habe ich gehört. Nebenbei, ich habe mein Schild ein bisschen verstärkt und das sind übrigens Blumen, da müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Danke. Und schon fertig. Ja. Da war nichts dran zu schwer, ne? Genau, ich würde sagen, wir nehmen die XP mit. Kann sein, dass wir die gebrauchen. Ich will zwar nicht mitten in der Mission upgraden, aber... Okay, oh. Ich würde sagen, mit Stufe 8 können wir hochgehen, ne? Ja. Yeah. Kurz ausweichen, wir haben ja keine Zeitbeschränkung. Alter! Oh, ich habe mich verteidigt, Alter! Guck dir das an! Depp, was waren meine Defense Skills? Ich würde sagen, komm mal her, du hässliches Stück Ding. Oh Gott. Zieh das Ding rüber. Perfekt, Alter. Das war not bad. Und jetzt sind wir sicher, weil hier kommen die gar nicht ran, die Idioten. Der XP wird mir leider gar nicht verschwinden. Ist ja klar, weil... Das soll ja eigentlich gar nicht sein, was wir hier machen, aber... Naja. Genau. Ui. Komm. Whee! Oh Gott! Sonic, wenn du jetzt abstürzt, Alter, ich schwöre, du bist so tot, Alter! Alter! Sonic! Spring hoch und überlebe einfach! Danke! Lauf! Danke! Okay, ist alle raus! Du bist noch nicht down. Wow, der wurde weggehauen. Der wurde weggenutzt. Oh, jetzt kommt das. Das Spektakel. Viel Spaß beim Sterben. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Alter! Stirb, du Blume! Lebt noch eine Blume, oder? Nee, du lebst noch. Naja, du hast mal gelebt. Wie können Roboter eigentlich leben, Alter? Holy fuck! Ich kann nicht sagen, aber... Leckt mich schon ein bisschen unglaubwürdig. Na dann, beweg dich hoch, du mächtige Plattform. Auf Doom.
Dann machen wir einfach Folgendes. Einmal die Plattform drauf. Das haben wir schon erledigt. Wir müssen nur den Schalter betätigen. Ohne dass sie mich sehen. Genau. Oh mein Gott. Das war ja können. Nebenbei, ihr müsst das Ding einfach nur um eine halbe Drehung machen. Das reicht schon aus. Dann habt ihr schon geschafft. Habe ich mal ausgetestet für euch. Da ist jemand da oben. Da tanzt jemand da oben. Haltet ihn auf. Kann jemand den aufhalten? Nee. Ihr könnt's nicht. Ihr seid einfach zu schlecht. Ihr hattet die Chance. Aber ihr wolltet nicht. Is not my beer, wenn ihr halt dumm seid. So, Nummer 1, Nummer 2. Auf die Fresse, du Schalter. Auf die Fresse, du Schalter. Weil wir kommen. Das ist. Ja. Muss man verstehen, die Logik? Nein, muss man es nicht. Meine Logik zu kapieren ist eigentlich schon fast. Oh Gott. Ja. Habe ich erwähnt, dass ich gerade sehr suizidgefährdet bin? Naja, ein bisschen bin ich schon, wenn ich bedenke, was ich hier eigentlich gerade mache. Die Anichtenergie gebe ich mir natürlich noch auf, weil. Oh mein Gott! Da pissen wir uns erstmal ganz kurz. Ich glaube, da ist was. Oh, Angriffsboost! Hab gehört, jetzt gibt's einen auf die Fresse! Das ist auf Stretch! Okay, gut, das war ein Spruch von ja, Kito Clown, like a boss, habe ich gehört. Der wird bitte so übernehmen, ich sag's euch. Der wird bitte so übernehmen. Der wird in die Kommentare schreiben, Alter, was bist du für ein ehrenloses Stück Scheiße, warum klaust du meine Sprüche? Ja gut, wird er nicht machen, aber. Tu mir mal so, als würde er es tun. Oh Gott, das war ein Fehler, das jetzt auszusprechen, ich weiß. Das werde ich doch so bereuen. Am Ende fordert mich zu SV Xero raus und zum Duell so nach dem Motto. Ja komm, Alter, jetzt tritt gegen mich an und am Ende, naja, am Ende, ja, wird er wahrscheinlich wieder pissed sein, weil ich ihn wieder mit der Sigma Blade abfacke. Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich bei mir, dass ich mit der Sigma Blade total. Ich spiele wieder absolute Hurensohn. Ja, mit Sigma Blade Hurensohn spielen ist eigentlich fast ganz easy. Soll doch ausreichen, damit kommen wir eigentlich bis da oben, oder? Ja. Reicht locker. So, und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Alter, wir haben fast kaum Energie verloren. Was bin ich für ein krasser Spieler hier? So, fangen. Wir räumen jetzt erstmal auf hier. Verteilen die sich gerade? Die verteidigen sich. Was soll die Scheiße? Boah, Junge. Stirb. Stirb. Seid gestorben. Klar sind alle gestorben. Sie alle sind in Heldentod gestorben. Wie sie es verdient haben. Ja, Sani, da darfst du mal richtig brüllen, Alter. Hast du verdient, Alter. Das war Können. Was für eine eiserne Abwehr. Sogar unter Druck bist du absolut cool. Was für eine Abwehr, Alter. Ich hab dir vor allem weggedroschen. Wie es sich gehört, ne? Und ihr wisst, was jetzt kommt. Zeitprobe im Cutted-Style. Natürlich, weil. Was anderes kann ich euch nicht bringen, weil ich meine, das an Cut zu machen. Komm, wir haben jetzt alle gesehen, einmal das Level. Wir wissen, wie die Scheiße abgeht. Da muss ich jetzt ja nicht. Komm, na dann würde ich sagen, an geht die Arbeit. Und ich krieg direkt aufs Maul. Was soll die Scheiße? Leider muss ich das Ding jetzt hier über diese Scheißbrücke ziehen, weil ich leider es verkackt habe. Sagen wir es mal so. Natürlich, habe ich. Naja. Hab's nur getan, weil ich einfach mal testen wollte, wie gut ich es auch schaffen würde, wenn ich das verkacken würde. Ich hab's jetzt nicht
aus Versehen verkackt und jetzt hier und will nicht zugeben, dass ich einfach scheiße bin, sondern naja, ist alles Teil meines Masterplans. Dann machen wir die Tür auf. Wow. Brutal. Oh mein Gott. Ja, wollt ihr mich beeindrucken oder was wollt ihr erreichen mit euren? Ich hab keine Ahnung. Kurz mal die Blume noch erledigen und dann haben wir es auch. Lasst mich schieben! Oh mein Gott, Alter, ihr seid so schlecht. Ich wollte einfach nur das Ding schieben und ihr kriegt nicht mal hin, mich zu treffen. Obwohl ich direkt neben dir stehe. Was zum Fick ist mit euch? Was seid ihr für Opfer? Oh, jetzt fühle ich sowas von provocated. Ich merke schon, ihr seid jetzt sowas von provoziert von mir. I know, right, ne? Na dann, ja, fühlt euch weiterhin provoziert, weil das war alles Teil meines Plans, ne? Ich glaube, die 10 Minuten sind definitiv sogar machbar, wenn ich so ihn angucke. Wir sind bei 5 Minuten gerade mal. Wo ich jetzt zweimal aufs Maul bekommen habe? Alter. Oh mein Gott. Verreck, du Blume. So, jetzt habe ich dich auch massakriert. Wie die mich alle immer provozieren wollen. Verstehe ich nicht. Zum Abschluss gehen wir nochmal kurz ein bisschen Roboterbällchen betreiben. Und von der Zeit her bin ich echt zu gut, Alter. Wer blockt schon wieder hier? Blockt Sidney. Du blockst aber nicht selber. Halte die Fresse, ich blocke nie. Wer teilt mit dir? Ich bin ein Optimalgreifer. Ich boxe sie einfach alle nieder. Ich boxe sie alle so und eine rein, bis sie verrecken. Das ist mein Style hier. Ja. Ich glaube, das war ein bisschen zu brutal, würde ich es mal behaupten. Ich glaube, ich habe meine Brutalität ein bisschen zu sehr ausgelebt. Ein bisschen würde ich es mal behaupten. 14 Dinger, Alter. What the fuck, Alter. Reicht ihr, ich gehöre jetzt einfach. Oh mein Gott. Ich kann die Stufe 7 nehmen und ich werde den Kampf weiter, wir sind kurz davor, die Attacke zu bekommen, die wir brauchen. Sehr gut, nur noch 5 Stufen, dann haben wir sie. Und damit haben wir jetzt auch diesen Glutotok bekommen und ich würde sagen, das reicht erstmal für den Part, in diesem Part. Diesen Part, Alter. Ich bin zu dumm wie Scheiße, Alter. Selbst Sonic hat's verstanden. Im nächsten Part werden wir mit der Story weitermachen in Spagonia. Von daher, Kommentare nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao. I see it, I see it.